Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben letzte Woche schon den Hopwalk gelernt. Wir werden in den nächsten Wochen noch viele weitere Schritte lernen und los geht's. Damit wir nachher sehen, wo es dran hapert, habe ich mir heute mal den Erik eingeladen. Der kennt die ganzen Schritte nämlich auch noch nicht. Hi. Hi erstmal. Und wir werden jetzt alle zusammen einfach mal starten. Wir lernen nämlich heute zusammen den V-Step. Dann gehen wir mit den Armen weiter in die Water Doll und dann lernen wir das Pendulum. Und so soll das Ganze aussehen. Musik ab. Easy, oder? Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Also, wir fangen an mit dem V-Step. Wir fangen an mit dem geschlossenen V. Wichtig ist eigentlich immer, dass wir über die Hacken und über die Spitzen gehen. Mhm. Also, wenn wir nach rechts gehen, von hier aus gesehen, gehen wir über die Hacke, über die Spitze, drehen nach außen und sind im offenen V. Mhm. Ja. Wenn wir zurück wollen, machen wir es genau andersrum. Wir gehen hier über die Spitze, hier über die Hacke und gehen wieder in das geschlossene V. Und das gleiche machen wir dann auch in die andere Richtung. Also geschlossenes V, offenes V, geschlossenes V, offenes V. So, und damit das Ganze ein bisschen leichter fällt, können wir dabei auch ein bisschen in die Knie gehen. Das sieht dann ganz ein bisschen dynamischer aus. Also offenes V, geschlossenes V, offenes V, geschlossenes V. Das ist im Grunde genommen schon alles, was wir für die Bewegung brauchen. Du betonst es ja sehr, dass du rausgehst mit den Füßen. Ist es okay, wenn ich die Sohle ein bisschen auf dem Boden lasse? Wir sollten nur bedenken, dass das ein bisschen die Dynamik der Bewegung ändert. Ja. Und was wir für später auch noch brauchen ist, eigentlich setzen wir die Füße nicht mehr komplett auf, ja, sondern wir gehen in der Ausdauerbewegung und setzen die dann wieder zurück. So. Das werden wir für später für die Water Doll und das Pendulum brauchen. Okay. Wir werden, wenn der V-Step nach außen geht, also wenn wir so sind, ja, werden wir auch das mit den Händen nach außen begleiten. Also so, in einer Wellenbewegung. Wir fangen an mit der 1 und 2. Ja. Also wenn der Fuß nach rechts geht, dann geht auch der Arm mit nach außen. Mhm. Und wenn der Fuß nach links geht, dann geht auch der Arm mit nach außen. Ja. Und wir werden für die Choreo das so versuchen, dass die Arme mitwachsen in der Bewegung. Und irgendwann müssen wir hier oben landen, damit wir nachher ins Pendulum kommen. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Wow. Also, du mutest deinen Zuschauern echt viel zu. Ja, also wer sich jetzt noch nicht damit wohlfühlt, ich finde, der Erik macht das ganz prima. Ihr könnt das natürlich auch zu Hause ein bisschen länger üben. Mhm. Wir haben jetzt die Water Doll schon. Mhm. Wir enden hier oben. Und dann kommen wir ins Pendulum. Wenn das Bein nach rechts ausgeht, dann geht auch der rechte Arm nach oben und die Hand versucht, die Bewegung auszugleichen. Das sieht nachher so aus. Und wenn wir zurückkommen, dann sieht das wieder gerade aus. Wichtig ist diesmal, auch für euch, wir bleiben mit dem Fuß wirklich bei der 1 so stehen. Also das heißt, wir führen den V-Step gar nicht mehr komplett aus. Also das wäre die 1, so die geschlossene Position ist wieder gerade. Mhm. Die 3 wäre so, ja, ungefähr, und die 4 wäre wieder gerade. So, sollen wir es nochmal mit Musik machen? Gerne, ja. Alles klar, ich zähle wieder ein und wir fangen bei 1 mit der rechten Seite an. Ja. Alles klar, Musik ab. 5, 6, 7, 8, 1. Also, eigentlich schon ganz super. Also ich bin begeistert. Hoffentlich sieht es bei euch draußen auch schon so gut aus. Danke an Erik. Für mich war es das erstmal für heute. Danke an euch und tschüss. Hier seht ihr noch einmal die Kernpunkte der Water Doll und des Pendulum. Beim nächsten Mal bringe ich euch das Reshifting bei und für die, die es wirklich wissen wollen, den Traffic Navigator. Damit ihr keinen meiner Schritte verpasst, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Selbstverständlich interessiert mich auch, wie ihr mit den Schritten zurechtkommt. Tanzt einfach zu dem Song Glide von Jamie Barry meine Schritte nach, filmt euch dabei, postet den Clip mit dem Hashtag NeoSwing in den Kommentaren und schaut euch alle Videos auf justsomemotion.de an. Bis zum nächsten Mal, ciao!